So, wir müssen jetzt gucken, wie wir das hier machen mit dieser Artillerie. Aber also ich will jetzt nicht unbedingt in dieses Flakfeuer reinrauschen. Der hat eine gute Sicht. Moment, was hat der? Kann der von hier aus schon sehen? Ja. Also ich Lack will ich da ungern rein. Das ist jetzt echt unschön, dass da. Komme ich automatisch in den sein Feuer rein schon. Boah, das ist echt eine unangenehme Artillerie. Wir werden da wohl nicht down abbeißen müssen und dann mit denen dann gucken, dass wir da so zwei Schüsse draufhämmern. Anders wird das nicht gehen. Okay, der sieht nichts. War nicht schlecht. Ja, das hätten wir. Wahnsinn. Hat geklappt.
Okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe mal mit dir. Vielleicht kannst du dann hier ein bisschen was machen. Mein Aufklärer ist jetzt halt echt böse angeschlagen. Yes. Wow. Alles klar. Ja. Das hätten wir besser decken müssen. Aber warum hast denn du so einen Schaden gemacht? Wahnsinn. Okay, zwei Einheiten, wo jetzt böse eins auf die Mütze gekriegt haben. Ja, er kann das ganz gut wegen seinem Vorteil hier. Den Tiger nicht eben gekillt? Angriff auf harte Ziele, okay. Anscheinend habe ich das nicht getan. Aber ich habe doch eben da einen Tiger gekillt gehabt, oder? Irgendeinen Tiger habe ich gekillt gehabt, aber es war mir nicht der. Das. Na, es bringt nichts. Das ist eigentlich unnötig. Das hier ist ja gut gelaufen. Schon wieder. Okay.
auf euch schicke ich mal hier runter. Ja, wie jetzt, dass wir die Infanterie hier wegkriegen. Ihr könnt hier unterstützen. Passt das vielleicht? Warte, dann schicke ich ihn auch noch hier mit runter. Oh yes. Ah, oh, perfekt. Sehr schön. Gut. Wie sieht denn eigentlich auch so mit... Was Panzer angeht, sind wir eigentlich gut dabei. Ja. So, Aufklärer. Okay. Angriff auf weiche Ziele. Ja, sehr schön. Warte mal. Okay, das geht doch hier ganz gut. Das kann man eigentlich sogar erstmal so lassen, diese Mine hier, weil es ist gar nicht so verkehrt. Okay, wir rücken. Oh shit. Ah, Mist, 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 Moment. Mist. Ja, und noch eine Packung, ja, großartig. Mal hier was gucken. Okay, das können wir machen. Oder auch nicht.
hier hin? So, dann ist das hier abgedeckt. Du kommst hier hin. Nee. Hier hin. Wow, der hat mir echt Schaden gemacht. Okay. Ja. Das brauche ich nicht zu decken. Das hier decken wir, ja. Das hier tun wir decken. Okay. Lass mich raten. Du hast wieder so einen genialen Helden. Ja. Okay, müssen wir hier warten. So, jetzt müssen wir erstmal hier oben. So, und du kommst auch noch hier mit hoch. Nach hier. Das können wir machen. Und hier warten wir ab. Der wird sich gleich eh wieder aufpeppen. Das war mir klar. Das ist Wahnsinn, ne? Du kriegst den so nicht gekillt.
So, dann. Eigentlich schon die Bonusmission? Ne, da unten der Panzer fehlt noch. Ja, der ist es wohl. Okay. Alter, hat der einen Schaden gemacht. Oh, die Shit, hat der gerade einen Schaden gemacht. Ja, den Elite-Panzer ist klar, denn auf den. Naja, komm, dann zieh ich ihn ab. Einen Schaden gemacht. Yo, yo. Okay. So, dann stellen wir dich jetzt hier drauf und hauen hier eine rein. Hauen hier eine rein. Ja, sag mal, was ist denn das da? Warum machen die gerade so... Mist. Ja, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen vorsichtig sein, weil das da ist ja gerade... sehr unschön. Pass auf, ich schicke dich noch hier. Habe ich jetzt die Bonusmission erledigt? Ja, die ist erledigt.
Hier hin. Okay, der kommt da durch, das ist schon mal wichtig zu wissen. Ja. Ja, jagt die mal. Kannst du den auch mal jagen? Oh, wow, 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 wow. Boah, was geh ich denn jetzt? Warte mal. Na, da möchte ich mich jetzt ungern so nah ran wagen. Sehr ungern. Er macht... Ja, müssen diese Infanterie ausschalten. Aber auch diese Luftwaffe hier, ey, Wahnsinn. Ja, komm hier hin. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, das liegt an ihm hier, ne? Eindeutig. Die Frage, komme ich mit dir da hin? Ja, da können wir das machen. Hier in die Stadt. Der schießt immer noch mit einem, ne? Das ist nicht zu fassen.
Ist nicht dein Ernst. Ich krieg den nicht unterdrückt. Okay. Ja, komm. Passt doch. So, ihm jetzt hinterher. Die Luftwaffe. Das kann sie jetzt nochmal. Oh Mist, ich komme an den nicht ran. Nee, lassen wir mal so. Dein Scheiß Ernst? Da ist ein Aufklärer in der Nähe. Oh, komm schon. Ja, dann machen wir jetzt hier mal den Weg zu. Was? Das kannst du eigentlich hier übernehmen, oder? Geht doch. Weiche Ziele, perfekt. Würde ich sagen, beenden was. So. Ah, was ist denn das da? So, ausgezeichnete Arbeit hier. Mit dem Fall von Hofertz ist die Offensive der Deutschen endgültig gescheitert. Der Führungsstab hat nichts anderes von ihnen erwartet, zeigt sich aber dennoch sichtlich erfreut über den Ausgang der Operation. Historischen Informationen. Hofertz wurde am 16. Januar von den amerikanischen Truppen eingenommen. Die erbitterten Kämpfe in der Region hatten dazu geführt, dass die 1. US-Armee und die 3. US-Armee wieder zueinander aufschließen konnten. Einen Monat nach dem Beginn der deutschen Offensive, die zu der Entstehung des Frontvorsprungs und Teilung der alliierten Front geführt hatte. Die Kampfhandlungen sollten noch einige Zeit andauern, bis die Alliierten schließlich das gesamte Gebiet, das sie vor der Offensive der Deutschen kontrolliert hatten, zurückerobern konnten. Bereits der Verlust von Hofertz hatte jedoch das Scheitern des Wagners besiegnet, dass die Deutschen im Westen eingegangen waren. Okay. Wir haben es echt durch. Waren das jetzt 12 Missionen oder 11? Oder gibt es da noch irgendeinen Bonus, wo man nicht gesehen hat? Ja, könnte sein. Okay, aber wir haben es durch. Ja, jetzt wurde es so langsam deine Einheiten in Fahrt kommen halt auch. Ist es rum. Na, ja, ist meistens so. Aber ich muss sagen, Anfang des DLC bockschwer und wirklich teilweise hardcore. Also,
Weil du hast permanent, die deutschen Panzer sind dir permanent überlegen. Permanent sind die dir überlegen. Permanent. Also, selbst jetzt habe ich noch massiv Probleme gehabt. Und ich habe nicht so schlechte Panzer, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir reden hier von 25, 26. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber ja. Panzerabwehr, ja. Artillerie. Also, naja, du kannst nicht alles voll Artillerie holen, dann hättest du ja keinen Platz gehabt. Die Infanterie, so die letzten 13 Reihen war die Infanterie nicht mehr so das große Problem. Aber am Anfang ist die Infanterie wirklich ein Riesenproblem. Da sind die, da gehen die Panzer noch, da sind sie nicht so schlimm. Aber da ist die Infanterie wirklich das größte Problem. Ja, und gegen Ende kann man sagen, die letzten 13 Reihe haben wirklich die Panzer mir zu schaffen gemacht. Die Luftwaffe, also hätte man fast gar nicht gebraucht, weil fand ich jetzt, muss ich persönlich sagen, irgendwie schwach. War jetzt irgendwie schwach, also hätte ich eigentlich eine Luftwaffe erwartet, die wo ein bisschen mehr Erfahrung hätte und besondere Fähigkeiten oder so, aber die Luftwaffe war hier echt schwach bei dem DLC. Ja, oder kommt da noch was? Ne, wir haben es durch. Ja, das ist das kleine DLC der US-Kampagne gewesen. Ein paar kleine Patches brauche ich noch, es hängt manchmal oft, das habe ich oft gemerkt, hat auch. Auch, dass es da ein bisschen, das ein oder andere ein bisschen hängt. Aber im Großen und Ganzen ist es ein guter DLC. Er ist hart. Ja, er ist hart. Selbst so gegen Ende hat man gemerkt, also du kannst hier nicht so frei mit dem Panzer fahren, wie du das bei den Deutschen teilweise kannst, wo du dann die Tiger da frei bewegen kannst, wo du keine große Panik haben musst, dass du jetzt groß Schaden kriegst. Ja, man sieht halt schon, deutsche Artillerie, deutsche Panzer, Panzerabwehr, die sind auch schon richtig, was den Amerikanern im Gegensatz schon ein bisschen überlegen hat auch. Besonders die Infanterie fand ich halt echt, ne? Also selbst die Volksgrenadiere haben echt mir schwer zu schaffen gemacht, das muss ich sagen. War ich echt überrascht. Ja, also auf Infanterie sollte man 4-5 auf jeden Fall. Also das sollte man auf jeden Fall haben, weil gerade für den Anfang, ich meine, die Verteidigungsschlachten sind echt nicht ohne. Also da habe ich das eine oder andere Mal schon geflucht, ey, so. Ja. Das war's mit Panzerkorps. Also es hat nur ein DLC, es ist ein kleiner DLC. Es ist aber mal interessant, die Alliierten zu spielen. Dass man gleich mit den Amerikanern anfängt, die wo so schwach sind. Ja, also bin mal gespannt, was da noch kommt, ob da noch Briten kommen oder vielleicht auch die Russen. Wir werden sehen. Das war's aber von dem. Bis dann und ciao, ciao.